So, liebe Leute, es geht weiter mit dem Drift-ABC. Wir haben uns im Prüfstandsraum verkrochen, weil die Bude ist rappelsvoll und die Jungs bauen Motoren aus und Getriebe aus und da hätten wir unsere Ruhe nicht gehabt. Deswegen sind wir jetzt hier im Prüfstandsraum und Drift-ABC, wo sind wir heute eigentlich? U wie? Untersteuern, ne? Untersteuern oder Unterbodenschutz oder Unterbodenbeleuchtung können wir auch nehmen oder Uhr oder Ugu Ugu. Nee, wir nehmen Untersteuern. Was ist Untersteuern? Also Untersteuern ist zunächst einmal das Gegenteil von Übersteuern. Ja. Übersteuern hat man schon das Thema, hat man noch nicht. Nein, bringen wir einfach hier mit ein, oder? Lars? So, Übersteuern ist, wenn das Heck ausbricht. Ja, das heißt so, man gibt zu viel Gas aus der Kurve heraus und das Fahrzeug übersteuert. Also Linkskurve, man gibt Gas und dann macht das den hier. Und so lenkt man halt dagegen. Das heißt, man übersteuert. Passiert meistens beim Heckantrieb. Passiert eigentlich nur beim Heckantrieb. Es sei denn, es geht auch beim Allrad, da muss man es aber wirklich zwingen. Und es geht auch beim Frontkratzer, aber auch da muss man wirklich das Ding reinschmeißen, damit der hinten rumkommt. Das wäre übersteuern. Untersteuern ist das, was man weder beim Driften haben möchte, noch beim Rennsport haben möchte, noch bei normalem Rennfahren haben möchte, noch auf der Straße haben möchte. Denn Untersteuern ist etwas sehr Unangenehmes. Aber es ist sicherer als ein Übersteuern. Das heißt, die meisten Sportwagen oder Sportwegen sind auch dann so abgestimmt, dass die zum Untersteuern tendieren, im Gegensatz zum Übersteuern. Untersteuern ist im Endeffekt eigentlich, oder passiert meistens, wenn man zu schnell in die Kurve reinfährt, man lenkt ein und das Fahrzeug radiert über die Vorderachse geradeaus weiter. Das heißt, man lenkt ein, fährt aber trotzdem geradeaus weiter. Das ist, wenn das Fahrzeug untersteuert. Das heißt, wenn man fährt zu schnell in die Kurve rein, dann hat man meistens ein Untersteuern. Fährt man zu schnell aus der Kurve raus, hat man meistens ein Übersteuern. Ja? Trotzdem sind viele Fahrzeuge, wie gesagt, so abgestimmt. Auch ein Porsche, ein GT3 zum Beispiel, neigt auch eher zum Untersteuern, damit auch jeder so ein Auto fahren kann und vor allen Dingen auch schnell bewegen kann. Das ist ja auch ganz wichtig. Ansonsten... Gibt es irgendeine Möglichkeit, falls man untersteuert, das wieder wegzukriegen? Also ich sag mal so, wenn man untersteuert, ja, dann... Als allererstes mal Last wegnehmen, also vom Gas gehen, ja, weil dann quasi dann irgendwann noch anfängt, die Vorderachse wieder Grip zu haben, ja, und dann geht es wieder in die Richtung, wo man eigentlich hin möchte. Ja. So, wie kann man Untersteuern großartig vermeiden? Meist mit Sturz, ja, also je negativer der Sturz vorne ist, desto weniger wird das Fahrzeug untersteuern, wenn man einlenkt, ne? Weil der Sturz ist negativ, man lenkt ein und dementsprechend verlagert sich das Gewicht, wenn man links fährt, nach vorne rechts und dann wird der Reifen komplett aufliegen. So viel dazu. Was noch? Was kann man zum Untersteuern noch sagen? Also Untersteuern ist natürlich was sehr Unangenehmes. Merkt man sofort, wenn es halt radiert. Ne? Und hängt mit vielen Faktoren zusammen. Entweder die Fahrwerksabstimmung ist verkehrt, oder die Spurenstellung ist verkehrt, oder man fährt einfach zu viel Reifendruck zum Beispiel. Oder schlechte Reifen zum Beispiel, auch genau. Schön. So viel zum Thema Untersteuern. Ich glaube, Was kann man denn so am besten machen, wenn man weiß, man untersteuert? Was sind die besten Einstellungen, die man machen kann, um Untersteuern dann zu vermeiden? Ja, Sturz, Spur, Nachlauf, Vorlauf natürlich, ne, ganz klar. Das ist von den Einstellungen her. Das muss man da schauen, dass das vernünftig ist. Ansonsten natürlich gucken, dass die Reifen in Ordnung sind. Ne? Aber von den Einstellungen her ist natürlich der Sturz der mehr für das Kurvenverhalten verantwortlich ist. Würde ich sagen. Genau, oder? Gibt es da noch mehr? Eigentlich nicht. Ich denke, es ist ein ganz kurzes, knappes Video. Also wie gesagt, Übersteuern tritt meistens aus, wenn man auf der Kurve herausfährt und zu stark beschleunigt. Und Untersteuern tritt meistens auf, wenn man zu schnell in die Kurve reinfährt und dann einlenkt. Ja, genau. So viel dazu. Boah, der ist so schön, ne? Nicht gucken. Gibt es im nächsten Video oder im Video davor? Gab's das schon? Danach. Also im nächsten Video seht ihr das, was da gerade vorgefahren wurde. Der ist wirklich schöner Wagen. Ja, so viel dazu. Und nächstes Mal geht es dann auch weiter? Mit V, genau. Es ist so warm, ich kann das. Das Gehirn funktioniert nicht. Nächstes Mal geht es auch weiter. Und dann würde ich sagen, bis dahin, subscriben, liken, teilen. Und bis zum nächsten Mal.